Süßes, sonst gibt's Saures. Jason. Luke. Tom. Halloween. Kill. Schlachtmesser. Scream. Freitag der 13. Mann, red dich nicht eins, um. Trick or treat. Texas. Hallo, Kissen da. Halloween. Oh mein Gott, ich bin zu alt für den Scheiß. Hallo Leute, heute ist es über Berlin total grau und es regnet und deswegen kann ich nicht aufs Dach, denn die Kamera würde dabei kaputt gehen. Und im Hintergrund seht ihr aber viele immer fragen, so mein Filmregal. Es ist nur 1,20 Meter breit und 3 Meter hoch und hat so 500, 600 Filme, 300 habe ich weggepackt, weil ich will nicht, dass das hier endlos die ganze Wand alles voll mit Filmen ist. Und deswegen älteres Zeug einfach aussortiert und weggepackt und das kurz am Rande erwähnt. Soll es heute, da wir kurz vor Halloween sind und ich das Halloween-Intro rausgeholt habe vom letzten Jahr, was ihr am Anfang gesehen habt, wollte ich was nachholen, was ich schon lange machen wollte. Denn ihr wisst ja, ich war vor 3 Monaten in London von Google oder YouTube quasi eingeladen zu Olympischen Spielen, war mega toll. Und unter anderem waren wir im London Dungeon, so eine Art Gruselbunker in London. Ich hatte viel Durchmischtes vorher gehört und habe dort natürlich meine Kamera mit hingenommen, weil ich eine Drehgenehmigung dort hatte. Und hatte irgendwie 2,5 Stunden Material gehabt. Das Problem ist, 95% waren total schwarz. Man konnte gar nichts sehen und das war mega uninteressant. Ich habe versucht, die 12, 14 Minuten rauszupicken, die vielleicht interessant waren, deswegen das Video auch relativ lang ist. Und wer Lust hat, sollte reinschauen und dranbleiben. Und wer sagt, interessiert mich gar nicht, klickt jetzt weg. Und Englisch ist übrigens Pflicht, es wird da komplett Englisch drin gesprochen. Und ich war ein bisschen zu faul, es zu untertiteln. Es tut mir leid, Freunde. Und und jetzt kriegt ihr quasi den Beitrag, den ich komplett in London gemacht hatte. Auch mein Vorwort in London, damals noch für das Team Virtual Reality. Es kommt mir eine Ewigkeit vor, dabei sind das nur in Anführungszeichen 3 Monate und ganz am Ende sehen wir uns dann hier auch nochmal wieder vor dem Regal. Und jetzt ganz viel Spaß mit mir in London und dem London Dungeon. Und ganz viele von euch haben mir nachgefragt, wie wäre es denn mit dem London Dungeon? Und genau dort gehe ich heute hin mit einem etwas mulmigen Gefühl. Das ist ja hier in der Nähe von der London Bridge quasi eine Art Gruselkabinett. In Berlin haben wir auch eins und das ist ziemlich, ziemlich fies, und zwar der Bunker. Ich hoffe, das ist hier nicht so ähnlich schlimm. Keine Ahnung, zumindest ist das London Dungeon so eine Art Gruselkabinett, in dem aber auch die Geschichte von England oder beziehungsweise London, England, also ein bisschen mit eingebaut wird. Da hört man, kriegt man halt so einiges noch zu sehen zum Thema Jack the Ripper, Sweeney Todd und vieles in diese Richtung. Und ich habe tatsächlich eine Drehgenehmigung bekommen, beziehungsweise einige YouTuber da drinnen drehen zu dürfen, was natürlich ganz cool ist und ganz spannend. Andererseits wurde uns aber auch schon gesagt, dass es da drin verdammt dunkel ist und ich versuche da irgendetwas rauszuzaubern und dass ihr hoffentlich irgendwie dann noch erkennen könnt und gegebenenfalls noch ein paar Worte dazu zu sagen. Ich habe noch keine Ahnung, wie es wird. Wir werden es mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Mir ist ein bisschen mulmig. Falls ich das nicht überlebe, dann haben wir hier so eine Art Found-Footage-Film. Immer wenn ein Film am Anfang kommt, dieses Filmmaterial wurde 2000x gefunden und sind die letzten Aufnahmen von, dann ist das natürlich immer Quatsch, aber in dem Fall wäre das vielleicht wirklich wahr. Wäre blöd. Bin ich irgendwie dagegen. Naja, ich will jetzt mal kein großartiger Schisser sein, aber sollte ich nicht wieder auftauchen und das ist mein letztes Video, dann klickt euch auf jeden Fall mal die anderen Teamkollegen aus dem Team Virtual Reality, aus dem London-Dings, Dr. Wissen, Scene Take, Darum, Amy von Diamond of Tears, Vegas Films, Yeah, oder Chrissy Cosmetics. Wenigstens habt ihr dann noch die 6. Sag mal Tschüss und hoffe, ich bin gleich noch dabei. Und bis gleich vom London Dungeon. Tschüss. So, ich stehe jetzt vorm London Dungeon. Jetzt geht's dann langsam ans Eingemachte. Hier winkt noch ein kleiner Junge, Londoner. Winkst du, hier sind ja alle ein bisschen cooler und nicht so unentspannt. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Ich übernehme gleich die Kamera, muss hier schon tierisch rumschreien. Hab ja ein bisschen Bammel. Ich will jetzt ja nicht hier Mann-Mann-mäßig rum und sagen, ja, ich habe ja überhaupt keine Angst vor gar nichts. Ich bin mal echt gespannt und wir sehen uns jetzt gleich im Ego-Shooter-Look wieder. Wünsch mir Glück. Wir sind jetzt hier drin und gerade hat uns schon jemand, der hier sonst rumläuft, so ein bisschen erklärt, dass wir ein bisschen aufpassen müssen mit den Kameras. Denn es wird unter anderem 3 Fahrten geben und irgendwie, bei der ersten scheint noch alles cool zu sein mit der Kamera. Es kann sein, dass ich irgendwie euch bei der zweiten und dritten nicht mitnehmen darf, weil da wird irgendwie rumgewirbelt und dann wird es auch ziemlich nass und dann wäre es ja schade, wenn die Kamera kaputt ist, dann wäre das Video weg. Kann also sein, dass zwischendurch ein bisschen was an Material fehlt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was mich erwartet. Nachher ist das hier eine ganze riesengroße Kindernummer. Und ich bin umsonst ganz angespannt. Also wir werden mal sehen, was ich hier so mitnehmen kann. Und weiter geht's.
Sache geht jetzt los und ich übernehme die Kamera. Und jetzt Ihre Shooter-Perspektive. Forward and back, her eyes, they stare. Stare until they burn. Burn! Into you. I see that some of you may doubt me, but it is now time for you to find out if I am telling the truth. For this right here is your only way out. I hope I get to see you again sometime soon, my friends. Somehow, I doubt it. Follow me this way now. Face your fears as you enter the labyrinth of loss. The impact the plague had on human life was catastrophic. This, coupled with mankind's natural thirst for knowledge, ensured that by the turn of the century, surgeons throughout London have become ever more inquisitive with their forays into the world of anatomy. Surgeons are legally entitled to 6 bodies a year, those of 6 hanged murderers. To quench their thirst for knowledge, to learn more, some turn to the underworld. Grave robbers are paid handsomely, providing corpses to cut open, to explore, to dissect. Extracted organ brings fresh knowledge. These maverick surgeons will often use the oldest of surgical procedures on the living, those not yet passed from this mortal coil. Trepanation. Boring into the skull of the patient to keep the pressure from the brain. Relieve the excruciating pain. Art of slitting open a vein. Prescribed for all common ailments, fever, cold, an ague, rheumatic conditions, and boils. Leaking blood into a bleeding bowl. Purging the subject, thus restoring the patient to full health. Scottish traitor scum, Guido Fawkes and his gang of traitor scum, blood, pain and lots of screaming, lots and lots of screaming, now then clear your throats. They're tongue tails. We sit in the furnace till they're red off. We take them out and we attach them to the muscles.
Tell me, red hot steel on a wet tongue. What kind of sound does that make? It makes a sizzling sound. And from there, we twist once, twice, three times, yank, and the entire muscle is removed. We use this to hang the bodies up with. Now, some torturers like to place this spike into the soft tissues at the back of the neck. You hang the body up. The weight of the body, it pulls down on the spike. It pierces his brain, leaves him hanging there in a vegetated state. Other torturers, they like to pierce the eyeball. They like to hang him up through the eye socket. Again, piercing the brain, it does the same thing. You could use the nose, roof of the mouth, even under the chin. I've got my favourite ones. We stick little chappy in here. Now this is a very blunt blade, so it does take more than once for it to come off. It's more fun that way! So why don't I go and see if Mr. Todd is in, and if he is, well, you can all come in for a free cut. This way to Sweeney Todd's barbershop. Your barber will see you now. Have a sit down in Sweeney Todd's. Warum muss ich eigentlich immer vorangehen? Wisst ihr eigentlich, dass ich hier schon die ganze Zeit voll oft vorangehen muss? Die ganzen Schweine von YouTube-Partnern auf der ganzen Welt haben am Ende voll den Schiss dabei. Ja, ich halte die deutsche Fahne hoch, Freunde. Sweeney Todd, kennt ihr, ne? Er schlachtet seine Leute, die er rasiert, und dann gibt's daraus lecker Kuchen. Und den gibt's jetzt hier auch. Easy shaving for a penny. As good as you'll find any. That's my little motto, you know. Well now, let's have a good look at you. You've come for an haircut, no doubt. And many of you are needing a shave. Shall we start? Also der ist gar nicht gekommen, aber alle Stühle haben sich bewegt und alle haben deswegen einen krassen Schock erlitten, Freunde. Und ja, das kann man der Kamera nicht so gut, aber egal, was soll's. So, und jetzt wird's irgendwie 3D. Wir haben halt 3D-Brillen bekommen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Okay. Jack the Ripper. Since then some of the girls around here been carrying knives. People are either swarming in to get a look at the murder scenes or swarming out to get out the Ripper's grasp. Seems like Whitechapel's become the centre of the world. And it's only going to get worse when people wake up tomorrow and hear about tonight, September the 30th, and what everyone's already calling the double event. This is the body of Catherine Eddowes, victim of the Ripper's most vicious killing yet. Because what he didn't get to do to Lizzie, he more than made up for with Catherine. Face hacked to pieces, stomach in shreds, and the mark of the mason carved into her face. The question keeping us all awake at night is who's next? I mean, I'm lucky I've got a room. The window's smashed but the door locks. You know what? I say we all go in there for a bit and wait out the mobs. They'll be here any moment. Thirsty for vengeance as the Ripper is for blood. Ladies, just remember to hold on to your man. If you ain't got a man, do what I do and hold on to someone else's. My name is Dr. Thomas Bond. I'm a police surgeon, assisting in the investigation of a series of horrific killings in the East End of London. Between the 31st of August and 30th of September 1888, a murderer calling himself Jack the Ripper has slaughtered four women, all of whom were prostitutes. They were Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Lizzie Stride, and Catherine Eddowes. I've never seen anything as disturbing as the savagery inflicted on the bodies of these poor women. It will haunt me for the rest of my life. I dare say some of you might want to drink when I tell you what tonight is. It's the 10-year anniversary of them Jack the Ripper murders. It's my 10
10 years ago tonight, that beast struck for the last time. Poor Mary Jane Kelly, lovely girl she was, used to drinking here. Those were dire times, you know. The police was arresting anyone in a house. That's it, we've had enough, so we met here. Tempers would boil, a name would be shouted, and we'd burst through that door because we was angry. Sorry, I'm sorry, my darling. I didn't mean to stare at you like that, but for a second I could have sworn you was her, Polly Nichols. She's to rest in that very place where you rest tonight in Isildur. If all those poor doomed girls frequented in here, what's to say that he didn't darken that very door himself? What a night for an anniversary, eh? What a night for a... Ten years until his last human, where'd he go? Why'd he stop? And when he strike again? Man konnte nicht filmen, ist so eine Art, hier wird man so eine Art Freefall-Raum, man wird hier tatsächlich hingerichtet und gehangen. In diesen Dinger, wenn man rüber guckt, da gibt es dann da hoch, was trotzdem immer noch ordentliche 6 Meter sind. Und dann gibt es nochmal einen amtlichen Freefall zum Abschluss. Das finde ich ein ganz cooles Finale, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Den Rest gibt es gleich, ich muss hier raus, die warten schon alle. Okay, also ich bin gerade raus aus dem Dungeon jetzt, wirklich der frisch erste Eindruck. Gleich werde ich nochmal in Ruhe resümieren. Da kann ich gleich sagen, so, wo ich am Anfang dachte, es könnte etwas schlimm werden, hat man nicht wirklich Angst in diesen Dingen. Es ist eher so informativ, was ist passiert. Es gibt viel Schauspielerisches dazu. Es wird so ein bisschen halbkomisch, die Art des Folterns und die Gewalt in der Vergangenheit erklärt. Aber richtig Angst gemacht hat mir so ein Moment mit Jack the Ripper. Da ist ein sehr cooler Schocker drin. Und am Ende gibt es noch so eine Art Hängungs-Freefall. Also nicht von schlechten Eltern. Es ist nicht die Welt, es ist nicht unbedingt ein Horror-Grusel-Kabinett. Es ist mehr so eine Entertainment-Geschichte rund über eine düstere Vergangenheit. Ganz nah bei der London Bridge. Und da sind wir auch schon wieder in Berlin, Freunde. Wie ich schon gesagt habe, London Dungeon. Es ist so ein wenig mehr Entertaining und Spaß als wirklich gruselig. Lag vielleicht auch daran, dass wir zu 25. als YouTube-Partner mit Teams und Kamerateams rumgelaufen sind, was vielleicht dann doch ein bisschen zu übertrieben und ein bisschen zu viel ist und den Gruselfaktor raus sind. Aber um die Ecke von dem London Dungeon gibt es noch so London irgendwas. Auch nur London Bridge runter und um die Kurve, wer da ist, Freunde, und da gibt es irgendwas, das soll ein bisschen gruseliger sein. Und da sollte man vielleicht hingehen. London Dungeon kostet auch irgendwie 25 Pfund, was ich irgendwie ein bisschen viel finde dafür, das, was man letztendlich kriegt. Außer der Freefall, der war ganz cool. Und Jack the Ripper. Da gibt es diesen Moment, wo er dann in diesem Blitzlichtgewitter auf einmal auf dem Tisch steht, genau vor deiner Fresse und du dich total schockst. Ansonsten, ja, es ist ganz witzig gemacht, aber wie gesagt, mehr entertaining. Und ja, für alle, die jetzt bei dem Englisch nicht so viel verstanden haben, es tut mir wirklich leid, Freunde, aber wenn nicht zu Halloween, wann hätte ich das London Dungeon Zeug sonst zeigen sollen? Und ja, ich hoffe, das war nochmal ein kleiner, interessanter Rückblick in eine Reise zurück zu Robert vor 3 Monaten. Ich finde, ich sehe da irgendwie ganz anders aus. Ich weiß aber nicht genau, woran es liegt. Naja. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und Happy Halloween. Und schreibt mir, was ihr so Schönes zu Halloween macht. Und ja, das interessiert mich wirklich, weil ich weiß auch nicht, was ich mache. Vielleicht komme ich auf eine Party von euch. So. Ja. Macht's gut.
folgt eurem Herzen. Ihr wisst, es ist das Wichtigste, was man machen kann. Und gruselt euch ein bisschen und gebt den Kids, die morgen an den Türen klingeln, auf jeden Fall was Süßes. Denn sonst, wisst ihr, gibt's Saures. Macht es gut und tschüss.